habe vorher hauptsächlich Kontaktlinsen getragen. Die habe ich leider irgendwann mal nicht mehr vertragen. Für Brille bin ich zu eitel und deswegen musste eine andere Lösung her. Ich habe mal übers Laser nachgedacht, habe mich dann auch erkundigt deswegen, war mir aber nicht so sympathisch und ich war auch gar nicht geeignet fürs Lasern. Dementsprechend hat sich die Frage erledigt. Ich kam auf die ICL, weil Dr. Paraster sie implantiert und ich arbeite da drin. Also ich arbeite in dem Unternehmen im Augenzentrum und daher bin ich auf die ICL gekommen. Die OP war sehr aufregend für mich. Ich war sehr nervös. Ich habe kaum geschlafen zuvor. Genau, und war aber, ja, ich habe nichts mitbekommen. Von dem her kann ich mich auch nicht wirklich so an die OP erinnern. Bin irgendwann mal aufgewacht und dachte mir, Mensch, wann geht's denn endlich los? Und dann war auch schon alles vorbei. Also nach dem OP am Abend habe ich schon recht gut gesehen. Ich kam raus und habe auch schon die Schilder gesehen. OP-Einschleuse, OP-Ausschleuse. So viel hätte ich nie ohne Brille gesehen. Und es war ein leichtes Verschwommen noch, weil ich viel Salbe in den Augen hatte. Aber ansonsten war es ganz gut. Das am nächsten Tag, das Aufwachen und rausgucken, war bombastisch. War super toll. Einfach was zu sehen, ohne dass man die Linsen im Auge hat, die Kontaktlinsen, ohne dass man eine Brille aufsetzen muss erst, war ein tolles Gefühl. Ich musste mich an Dinge gewöhnen, wie als ich abends auf der Couch gesessen bin, habe ich dann den kurzen Gedanken gehabt, ich muss meine Kontaktlinsen noch raussetzen. Wo ich dann gedacht habe, ach Quatsch, hast ja gar keine mehr drin. Das waren so. Ja, das war so der ausschlaggebendste Punkt, wo ich mich dran gewöhnen musste. Also Lichtphänomene habe ich noch, je nachdem, wie die Sonne steht, dass ich dann gewisse Reflexionen habe oder so einen kleinen, den Aquaport wahrscheinlich sehe. Ansonsten habe ich keine Beschwerden, gar nichts. Mein Nachtsehen ist eigentlich wie zuvor auch. Ich merke keinen Unterschied. Ich habe nach den frisch operierten Augen habe ich leichte Lichtkränze gesehen abends. Das war die ersten 2 Wochen so und dann habe ich nichts mehr gesehen in der Nacht. Nein, ich habe sie nie gespürt. Also Kontaktlinsen tragen ist unangenehmer.